bei uns hat die Auswahl des Werkes war sowieso ganz stark von der Tabakfabrik und dem Raum hier inspiriert. Einfach, wir hatten plötzlich einen riesigen Industrieraum, wahnsinnig hoch, wahnsinnig groß, voll von Säulen zur Verfügung. Und das hat uns einfach inspiriert, hier eine offene Arbeit zu machen. Nicht eine Guckkastenarbeit, sondern ein paar Tribünen schräg in den Raum reinzustellen, hier Musik zu machen unter dem Publikum und hier einfach auch ein offenes Theaterexperiment zu versuchen, das man auch sonst oft gar nicht machen kann, was man auf einer Guckkastenbühne einfach nicht kann. Und das hat uns eigentlich auch zu diesem Stück geführt, weil wir fanden auch das Stück etwas sehr Offenes, gar nicht so leicht festzumachendes. Der Schatzgräber ist ein sehr intuitives Werk und wir sind eben auch sehr intuitiv rangegangen und haben gesagt, ja, offener Raum, ein paar Sandhaufen, Atmosphäre von der Suche nach Schätzen und im Grunde tun wir das auf der Probe. Wir suchen Schätze in der Musik, in der theatralischen Arbeit mit den Sängern und das würden wir ganz gerne mit dem Publikum dann auch machen, dass die mitsuchen, wenn sie da auf den Tribünen sitzen.